Es ist nicht lange her, da habe ich am Strand von Lesbos gestanden, an der Grenze Europas. Dort zu finden waren ein paar Freiwillige, die zufällig da waren. In der Nacht waren wieder einmal Menschen ertrunken im Mittelmeer. Als das Boot ankam, sahen wir in erleichterte Gesichter. Manche brachen in Tränen aus und andere in Lachen. Mir ist später vorgeworfen worden, ich sei zu emotional gewesen und zu nah dran. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt auch welche, die sind von den Schicksalen der Menschen, die da übers Mittelmeer zu uns kommen und alles aufs Spiel setzen, viel zu weit weg. Wenn ich mir Herrn Söder anschaue, wie er den Familiennachzug in Frage stellt, wenn ich mir eine Partei anschaue, die das C im Namen trägt, die den Wert der Familie mal eben über Bord wirft, über das Bord dieser Schlauchboote im Mittelmeer, die Kranke zurückschicken wollen aus Deutschland und die eine Schikane nach der anderen sich einfallen lassen, dann kann ich nur sagen, diese CSU soll sich schämen. Das ist unmenschlich, das ist schikanös und das hat nichts mit unseren Werten zu tun, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, das sind viele. Das sind viele, die zu uns kommen, aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan. Und viele Menschen hier haben ihre Herzen geöffnet, sie haben ihre Hände genommen und sie haben ihre Häuser geöffnet. Und diese Partei hier, die hat gezeigt, was Haltung ist, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist mehr als eine Frage von Geld und Organisation. Es geht um unsere Werte, es geht um Menschlichkeit. Viele von euch habe ich besucht in den letzten Wochen und Monaten, die in Flüchtlingsunterkünften Essen ausgeben, Kleider, die beim Deutschlernen helfen. Und ich muss sagen, bei all diesen Besuchen, egal wo ich war, in welcher Unterkunft, ob am Bahnhof in Flensburg, ob in Erfurt, ob in Nordrhein-Westfalen, überall haben Grüne mitgestanden und haben mitgetan. Und ich bin stolz, dass diese Partei nicht nur darüber redet, sondern dass sie tut, dass sie handelt, wo sie gebraucht werden, liebe Freundinnen und Freunde, mit vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Und klar, auch wir werden nicht mehr so weitermachen können wie vorher. Wahrscheinlich hätten wir vor 2 Jahren selber noch Demos vor Turnhallen organisiert, weil man Flüchtlinge so schließlich nicht unterbringen kann, liebe Freundinnen und Freunde. Heute sind wir froh, wenn niemand in einem unbeheizten Zelt schlafen muss. Ja, wir werden schneller Wohnungen bereitstellen müssen. Wir werden auch auf manche Standards verzichten, die wir eigentlich notwendig finden. Aber ein Standard, der steht nicht zur Debatte für uns. Das ist der Standard der Menschlichkeit, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist das Grundrecht auf Asyl. Das werden wir nicht antasten. Und wir werden es nicht zulassen, dass andere das versuchen. Viele von euch sitzen in Kreistagen, in Stadträten, sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Dezernenten. Ihr wisst, dass die Preise der Container gestiegen sind. Ihr wisst, was es bedeutet, Essen zur Verfügung zu stellen, etc. Ich habe viele Fragen gehört von vielen. Aber ich habe niemanden gesehen, der gesagt hat, ich habe Angst. Liebe Freundinnen und Freunde, ja, es braucht Mut in diesen Tagen. Es braucht Mut zu improvisieren. Es braucht Mut, wenn man heute noch nicht weiß, wie es genau morgen geht. Es braucht Mut, wenn man diese Dinge organisieren muss und dafür sorgen muss, dass etwas klappt, was man vorher nicht für möglich gehalten hat. Und ja, uns geht es ziemlich gut in diesem Land. Und deswegen können wir das auch. Und wir können es auch, wenn es hier und da mal chaotisch ist. Und an dieser Stelle will ich eins sagen. Lieber Boris, du hast ja gesagt, du bist hierher gekommen, um dir Kritik abzuholen. Und dafür gibt es wahrscheinlich auch eine ganze Menge Grund. Was ich aber will, ist,
dass du sagst, in unserer Stadt, in Tübingen, geht es uns wirklich sehr gut. Und was ich will, ist, dass du sagst, ja, wir haben den Mut und wir schaffen das, auch wenn wir vorher noch nicht genau wissen, wie es geht. Ich will, dass du dich an die Spitze stellst und sagst, ich bin Grüner. Und genau deswegen schaffe ich das, liebe Freundinnen und Freunde. Und klar, das wird schwer. Das erlebt Winfried, das erleben unsere Ministerinnen und Minister in den Landesregierungen, Irene in Rheinland-Pfalz, Dieter in Thüringen, die Integrationsminister sind. Das erleben alle, die vor Ort helfen. Ich weiß, wie es ist, wenn man morgens aufwacht und die Zahl der Ankommenden im Kopf hat und noch nicht weiß, wo sie abends schlafen werden. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn nachts das Telefon klingelt oder die Eilmeldung aufploppt und wieder mal ein Flüchtlingsheim in Brand gesteckt wird. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist wirklich eine Schande für unser Land. Und ich sage euch, es kotzt mich an, dass die Stadt Berlin die Flüchtlinge vor dem Lageso im Schlamm stehen lässt, liebe Freundinnen und Freunde. Aber es gehört auch dazu, ehrlich zu sein und zu wissen, auch bei unseren Anhängern sind welche, die helfen abends in der Unterkunft und morgens fragen sie, ob das jetzt in der Schule nicht doch ein bisschen zu eng wird. Und auch denen müssen wir sagen, ja, das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber trotzdem werden wir es schaffen. Liebe Freundinnen und Freunde, in München reden Sie heute bei der CSU davon, wie man Grenzen dicht macht. Wir reden darüber, wie unser Land in 20, in 30 Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen? Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Na klar, die Rolle der Frau, die Gleichstellung Homosexueller, alles das ist nicht automatisch. Alles das sind keine Selbstverständlichkeiten für manche, die ankommen. Und das steht auch nicht zur Debatte. Aber es steht auch nicht zur Debatte für diejenigen, die mit Pegida demonstrieren oder Herrn Höcke in Erfurt, liebe Freundinnen und Freunde. Auch für die gilt unser Grundgesetz und seine Werte und das, was wir dort festgeschrieben haben. Und liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir von Fluchtursachen reden, dann müssen wir auch davon reden, dass es immer noch nicht gelungen ist, dass die UNO genügend Geld bekommt, um wenigstens für die Ernährung in den Flüchtlingsheimen in der Region zu sorgen. Und das ist auch eine Verantwortung dieser Bundesregierung, die das jahrelang versäumt hat, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn wir allein in diesem Jahr Rüstungsgüter für 180 Millionen Euro nach Saudi-Arabien exportieren, und wenn diese Bundesregierung sich beim Klimaschutz wieder hinten anstellt, dann wird sie selbst zur Fluchtursache, liebe Freundinnen und Freunde. Und zum Schluss. Wenn man Großmutter ist wie ich, dann kann schon mal passieren, dass man Hausaufgaben mit der Enkeltochter macht. In der ersten Klasse. Worte mit F wurden gesucht. Frosch und Fisch und Faden. Und Flüchtlinge, habe ich sie gefragt. Also sagt die Kleine, bei uns in der Klasse heißen die Yassin und Aylan. Keine Gruppe mit F. Keine Lawine. Kein Strom. Das sind alles einzelne Menschen. Und diese einzelnen Menschen haben es verdient, dass wir jeden von ihnen individuell anschauen und fragen, wo kommst du her? Was hast du erlebt? Was brauchst du für Hilfe? Was brauchst du für Unterstützung? Und ja, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Vielleicht auch, weil ich schon mal eine friedliche Revolution erlebt habe. Dieses hier könnte die sein, die unser Land besser macht. Und vielleicht werden wir in 20 Jahren stolz darauf sein, dass wir die Partei waren, die nicht wie die CSU in der Furche lag und die nicht wie die SPD immer hin und her laviert ist, sondern die gestanden hat
und gesagt hat, diese Veränderung, dieses bessere Land, dieses neue Land, ja, das wollen wir, liebe Freundinnen und Freunde, dafür kämpfen wir. Und dafür haben wir jeden Tag, morgens und abends, Mut im Bauch. Darauf kommt es an. Und ich freue mich drauf und ich freue mich, dass wir als Grüne ganz vorn dabei stehen. Vielen Dank. Applaus